figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 8 Village beim DLC Shadows of Rose. Ja, im letzten Part sind wir dem Puppenmassaker entkommen. Boah, ich glaub's noch jetzt nicht. Und jetzt sind wir in Ethans damaligem Zuhause. Und ja, wir gucken mal. Zu erledigen, Wohnzimmer dekorieren, erledigt, Wein kaufen, ins Esszimmer stellen, check. Zusätzliches Geschenk für Rose ins Arbeitszimmer, ist versteckt. Ich bin so dankbar, euch beide zu haben. Diese Stimme, ist das Dad? Ja, ja. Hier muss ich als Baby mit meinen Eltern gewohnt haben. Ich wette, hier gibt's noch mehr Dinge mit Erinnerung an meinen Dad. Sie ist so winzig. Kaum zu glauben, dass sie eines Tages alt genug sein wird, mit ihrem Papa anzustoßen. Dad stand also auf Wein, hm? Bei dem Song schlägt sie immer im Takt mit. Vielleicht wird sie Musikerin. Ob Dad ein Instrument gespielt hat? Das weiß ich nicht mal. Davon kann sie einfach nicht genug kriegen. Ich wette, ich musste nie lang nach der Flasche schreien. Nee, musstest du definitiv nicht. Okay. Rose ist super wählerisch. Sie will nichts außer Früchtebrei. Hab wohl schon immer Obst gemocht. Das ist auch cool, denn jetzt erfahren wir ein bisschen was über Rose. Weil wir haben 16 Jahre übersprungen von ihr, ne? Seit dem Vorfall mit Ethan. Wo er sich geopfert hat. Oben? Ich geh nachsehen. Direkt überspeichert, ey. Gar keinen Bock. Schade, dass man sie, also ihr Gesicht hier nicht sieht, denn eigentlich ist es ja ein Spiegel. Kennt ihr das noch aus dem Originalspiel? Das ist eine ganz besondere Melodie für uns. Das kenne ich irgendwoher. Ist schön. Habe ich hier geschlafen? Ja, hier. Wird ihr der Strampler etwa schon zu klein? Kaum zu glauben, wie klein ich mal war. Wie schnell sie wächst. Sie wird von Tag zu Tag größer. Dieses Bettchen ist so klein. Ich weiß,
Dafür ist sie eigentlich noch zu jung. Aber ich fand ihn süß. Frag mich, wie wir damit gespielt haben. Wohl gar nicht. Denn Ethan war ja immer eigentlich ab dem Zeitpunkt on point day. Ich frage mich, ob sie mir später mal ähneln wird. Oh, ich sah so glücklich aus. Am 2. Februar wird Rose 6 Monate alt. Dieses halbe Jahr verging wirklich wie im Flug. Ich wollte diesen Moment und meine Gefühle festhalten, also habe ich sie aufgeschrieben. Ist aber, glaube ich, ein bisschen sehr schnulzig geraten. Wäre jedenfalls peinlich, wenn jemand das lesen würde. Habe es also fürs Erste in eine der Kommodenschubladen getan und den Schlüssel zur Schublade hinten an mein Lieblingsfoto versteckt. Ich wollte zuerst gucken, ob die noch was sagt, ne? Ein Brief an mich? Ja. Alles Gute, kleine Rose. Mein Geschenk ist ein Versprechen. Ich bin immer für dich da, was auch passiert. Ich werde jedes Jahr da sein, wenn du deine Geburtstagskerzen ausbläst. Ich werde dir Frühstück machen und dich jeden Tag zur Schule bringen. Ich werde da sein, wenn du schlecht geträumt hast und dir vorsingen, bis du wieder einschläfst. Ich werde dich umarmen, wenn du Kummer hast und dir sagen, dass alles wieder gut wird. Du bist mein Ein und Alles. Vergiss das niemals, Dad. Oh je. Richtig niedlich. Hey, nicht du. Nicht du, Evelyn. Weißt du was? Dieses Ding, das du suchst, ist nicht hier. Du hast den reinigenden Kristall nicht? Natürlich nicht. Für den musst du tiefer gehen. Viel tiefer. Arme Rose, sie kann niemandem trauen. Warum tust du das? Niemand liebt dich. Und wenn du stirbst, wird niemand um dich trauern. Genug gespielt. Jetzt ersäufst du! Ich muss aus diesem Haus raus! Ich war zuerst da! Zuerst? Evelyn, ja. Warum will sie nur dich? Wovon redest du, verdammt? Guck dich an! Du bist absolut nichts wert! Was ist dein verdammtes Problem? Eifersucht ist ihr Problem. Thank you.
dort, wo du nicht bist. Sieh mal, deine Familie ist da. Schluss mit dem Scheiß! Stirb! Stirb! Gelegenheit gewesen. Sie sollten nach ihrem Tod hier zu mir kommen. Was? Nun! Was? Hör auf! Wie bist du überhaupt hier? Tja. Evelyn? Dieses Mädchen? Okay. Danke, Bro. Jetzt sind wir wieder in der Hütte da. Du entkommst nicht! Niemals! Ich war so ein liebes Mädchen! Sie hätten nach ihrem Tod meine Familie sein sollen! Aber sie sind wie besessen von ihrer blöden alten Rose! Ich kann nichts machen. Du entkommst nicht. Niemals! Bleib weg! Ich war so ein liebes Mädchen! Danke. Sie hätten nach ihrem Tod meine Familie sein sollen. Aber sie sind wie besessen von ihrer blöden alten Rose. Nicht geboren, wäre alles perfekt gewesen. Geh weg. Das ist bescheuert.
bist als nichts! Okay. Kein Entkommen! Du bist nichts! Du bist wertlos! Ein Nichts! Ein Monster ohne Freunde! Ethan. Gib nicht auf, Rose. Finde den Kristall. Ich wusste, Ethan ist da. Jetzt sind wir draußen. Michael? Bist du da? Mir fehlen Rose, die... Pass auf! Ja. Hat mich gerettet. Ja. Aber er hat es nicht geschafft. Mir fehlen die Waffen. Nicht auf, Rose. Finde den Kristall. Dank ihm kann ich weitermachen. Das hast du schön kombiniert. Ich muss diesen Kristall finden. Ich muss weiter. Wenn auch ohne Hilfe. Ah. Nicht dein Ernst. Was macht das denn hier draußen? Will ich gar nicht wissen. Denn ich weiß, wo ich bin. Und es kotzt mich jetzt schon an. Da sind Ethan... Also da sind wir mit Ethan das erste Mal gewesen. Für ein Ort. Und es ist leicht abgeändert. Da ist die Fabrik, da haben wir den Showdown gehabt, dort müssen wir hin wahrscheinlich. Was ist das? Irgendwas ist da drüben. Ich kann es spüren. Ja.
Jetzt rutschen wir hier auch runter. Was? Tja. Nehmen wir mit. Erste Hilfe-Arznei. Wie sieht. Ah, jetzt haben wir wieder alles. Sehr schön. Sie sehen aus wie ich. Genau wie im Schloss. Nur diesmal ein kleiner Unterschied, dass wir jetzt voll bewaffnet sind. Sie kommen von da drin. Okay. Oh, jetzt geht's wieder in den Erdkern. Ich muss diesen Kristall finden. Figure it out. Yeah.